Gut, dann nochmal darf ich Sie und euch ganz herzlich begrüßen zur Pressekonferenz im Anschluss an das Drittligaspiel zwischen der Altstadt und dem VfL Osnabrück entstand 1:0. Bei mir sind die beiden Trainer, unser Coach Tommy Kleine und Daniel Scherning, Trainer unserer Gäste aus Osnabrück. Und Daniel, ich darf dich direkt in deinen Kommentar zum Spiel. Ja, Glückwunsch an Tommy und Beifall zum Heimsieg. War für uns ein enttäuschendes Ergebnis, eine enttäuschende Leistung. Da muss man sagen, wir haben uns das ganz anders vorgestellt. Wir wollten, auch wenn wir wissen, dass der Gegner sehr tief steht, dass wir so tief, letztendlich bei 90 Minuten waren, so nicht erwartet. Aber auch da müssen wir eingestellt sein und Dinge einfach besser machen. Wir haben zu wenig den Ball durchbewegt, viel zu viele Kontakte gebraucht, waren schlampig im Passspiel. Wenn wir in eine Halbfeld-Flankensituation gekommen sind, waren die Flanken entweder unsauber oder wir konnten uns im Zentrum nicht durchsetzen. Das muss man in aller Deutlichkeit sagen, dass wir über 90 Minuten uns drei oder vier gute Möglichkeiten am Haus gespielt haben, was zu wenig ist und dann trotzdem doch reichen kann, um hier was mitzunehmen. Und da war unsere Leistung einfach schlecht. Wir wussten natürlich auch, dass wir immer völlig abgesichert sein müssen, weil der Gegner dann auf diese Kontersituation lauert. Und einmal nicht gut gemacht, wo wir den Ball einfach ins Zentrum reinchippen, versuchen zu verlängern, keine Idee dabei und dann in diesen Konter laufen, den wir glaube ich zweimal auch verhindern können, plus die innere Linie sichern und dann steht es auf einmal 0-1 in so einem Spiel. Das muss man auch sagen, einfach glaube ich nicht verlieren darfst, wenn du Dinge ein bisschen besser machst. Unsere Standardsituationen waren nicht gut heute und reicht für eine Leistung über 90 Minuten nicht aus, um das Spiel letztendlich zu gewinnen. Vielen Dank, Daniel, für den Kommentar. Tommy, für dich jetzt im fünften Anlauf der erste Sieg im Pflichtspiel. Tolles Spiel, denke ich, auch für die Zuschauer und deiner Mannschaft. Ich denke, die Erleichterung ist sehr groß. Wie hast du es denn gesehen in 90 Minuten? Ja, erstmal danke für die Glückwünsche, Daniel. Ja, wir sind natürlich erleichtert, dass wir heute gewonnen haben. Das ist erstmal vorneweg. Nach dem Spiel in Wien war es uns klar, dass wir ein sehr offenes Spiel gespielt haben, wo wir den Gegner viele Räume gelassen haben. Von daher war unser Ansatz heute ganz klar, dass wir defensiv gut arbeiten. Das haben wir über 90 Minuten, über weite Strecken sehr, sehr gut gemacht und haben wenig zugelassen. Natürlich, erste Halbzeit gerade mit Ball hatten wir wenig Passagen. Das haben wir uns natürlich auch besser vorgestellt, aber Augenmerk war drauf heute. Gut zu stehen, endlich mal die Null zu halten und natürlich immer wieder durch Konter gefährlich zu sein. Zweite Halbzeit hatten wir immer ein paar Phasen, die spielerisch ein bisschen besser waren, wo man auch gesehen hat, wir können Fußball spielen, wir können auch den Gegner ans Laufen bringen. Und dann waren wir in der Partie, glaube ich, die dann ein bisschen auf Messerschneide stand. Da haben die Situation, wo der Kolbe uns im Spiel hält, wo wir wissen, wenn wir da das Ding kriegen in der 70. Minute 1 oder hinten, das können wir ganz klar einschätzen. Machen dann mit einem gut abgeschlossenen Konter über Nolle, für den wir uns natürlich ganz klar freuen, weil wir gerade die ersten zwei, drei Spiele richtig gute Chancen hatten in den Spielen, wo wir mehr Chancen hatten, wo wir uns nicht belohnt haben und haben dann nochmal zum Schluss mit einem Schuss Glück, dass der nicht reingeht und gehen somit natürlich ein bisschen glücklich, aber nicht unverdient mit den drei Punkten nach Hause. Kompliment trotzdem an die Mannschaft, die eine super Reaktion gezeigt hat nach Mittwoch, die alles reingeschmissen hat. Und für uns geht es da weiter, jedem Spiel alles reinzuschmeißen und natürlich auch spielerisch zu verbessern. Aber letztendlich für uns zählt erstmal heute die drei Punkte, die wir uns in den letzten Wochen wirklich richtig verdient haben. Vielen Dank, Tommy. Die drei Punkte bringen uns tatsächlich auch, hat jetzt natürlich kaum Aussagekraft über den Strich. Wir sind jetzt Tabellen 15. Nein, am vierten Spieltag. Gibt es Fragen von euch? Gerne. Ich habe mit der zweiten Frage an Daniel Scherning. Vier Spiele, zweite Rolle, das ist relativ klar, dann, wo der Schuh drückt. Was muss passieren, damit das VfL-Spiel effektiver und vor allem durchschlagskräftiger wird? Da ist ja, glaube ich, das Problem. Ja, was muss passieren? Wir müssen besser werden. Wir müssen wichtiger werden, wir müssen uns besser durchsetzen einfach. Es geht darum, im Fußball sich durchzusetzen. Und da geht es offensiv wie defensiv um Zweikämpfe. Und wenn ich das nicht schaffe, dann kann ich keine Tore erzielen. Da hat heute, glaube ich, über ganz, ganz lange Zeit, vor ganz, ganz vielen einfach nicht die Leistung gestimmt. Und daran werden wir arbeiten und uns versuchen, in dem Bereich zu verbessern.
Blick nach vorne, beginnend bei den Gästen, ist natürlich immer schwer, jetzt nach so einem Spiel den Blick aufs nächste Spiel zu setzen. Trotzdem tue ich es. Wir haben jetzt letzte Woche in Wiesbaden gespielt, euer nächster Gegner, schweres Auswärtsspiel, würde ich mal sagen. Was sind da eure Ziele und was steht jetzt in der Trainingsprogramm? Ich glaube, wir brauchen jetzt nicht über Ziele für nächste Woche reden, sondern wir müssen das Spiel erstmal aufarbeiten und natürlich intensiv arbeiten, um die Dinge, die heute einfach nicht gut waren, zu verbessern. Ja, das ist unsere Aufgabe. Wie gesagt, da geht es viel um Zweikampfverhalten, Durchsetzung, gerade in der gegnerischen Box, aber auch um Sauberkeit im Passspiel, den Gegner immer wieder durchzubewegen. Da werden wir uns mit beschäftigen in der nächsten Woche. Und dann fahren wir nach Wiesbaden, aber das ist jetzt noch zu früh. Vielen Dank, Daniel. Für uns geht es am Montag in einer Woche nach Zwickau. Ist, denke ich, ein Gegner, der auch mit um den Klassenerhalt kämpfen wird. Die haben heute mit 0-5, glaube ich, verloren. Ist sicherlich ein Spiel, das für euch wichtig ist, oder ist jeder Gegner im Endeffekt gleich und geht mit jedes Spiel mit derselben Einstellung? Ja, jedes Spiel ist wichtig, jeder Gegner, aber ich sehe es wie Daniel so, wir haben jetzt erstmal das Spiel aufzuarbeiten, das haben wir jetzt mit den Niederlagen auch gemacht. Für uns geht es darum, aus jedem Spiel was mitzunehmen und zu verbessern. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir haben am Dienstag noch ein Pokalspiel vor der Brust, das darf man auch nicht vergessen. Und dann machen wir uns in Ruhe mit Zwickau Gedanken. Ich denke, Ergebnisse in der dritten Liga, das wissen wir auch, ist eine unglaublich ausgeglichene Liga. Wir haben jetzt auch auf 4 kassiert, haben jetzt die Null gehalten. Von daher ist es für jede Mannschaft immer ein harter Kampf. Sehe es wie Daniel. Es geht darum, die Zweikämpfe anzunehmen, die dritte Liga richtig anzunehmen. Und ja, Zwickau, das lassen wir jetzt noch hinten schmeißen. Dienstagabend, Auswärtsspiel bei SC Eltersdorf im Totopokal. Und ja, wenn es ansonsten jetzt keine weiteren Fragen gibt, bedanke mich bei euch beiden für die Stimmen. Ich wünsche unseren Gästen natürlich noch viel Erfolg für die Saison und jetzt erstmal eine gute Handreise an euch allen und schönen Abend. Bis zum nächsten Mal.